Herzlich willkommen bei unserem ersten großen Tauchspot, dem Little Brothers, den wir hier in unserem dritten Video uns anschauen. Man sieht hier im Vordergrund den Little Brother, wie diese Insel erstmal aussieht. Und den Big Brother sieht man ganz hinten, wenn man genau hinsieht, den Leuchtturm hinten am Big Brother. Den kann man jetzt auch sehen in diesem Bild. Hier wurden drei Tauchgänge durchgeführt, wie auch am Vortag auch nach einer mehrstündigen Schiffsfahrt. Und ich hoffe, auch dieses Video wird euch gefallen. Viel Spaß! Zusätzlich wäre noch zu sagen, das war unser erster Tauchspot, an dem wir uns dann auch mal Haie ansehen konnten. Der erste Tauchgang wurde um 7 Uhr durchgeführt, den zweiten Tauchgang um 11 Uhr und den letzten Tauchgang um 15:30 Uhr. Dieses Mal wurde mit Nitrox getaucht. Die Nitrox-Mischung war immer etwas unterschiedlich. Am Anfang hatte ich 28% Sauerstoffgemisch, dann 31% beim zweiten Tauchgang und beim dritten Tauchgang waren es dann 33%. Also das war immer unterschiedlich und man musste jedes Mal den Sauerstoffgehalt messen. Das war immer etwas nervig, aber so hat man halt dann auch immer gleich seine Ausrüstung geprüft, ob alles okay ist. Hier oben rechts sieht man mal ein Bild von dem Little Brothers Reef. Also wir sind immer so ein bisschen entlang des Riffs getaucht. Es wurde jeweils immer eine kleine Einweisung vor jedem Tauchgang vom Guide geführt und er hat uns dann gesagt, auf was wir achten sollen, etc. und wo wir uns entlang bewegen, wenn wir jetzt den nächsten Tauchgang vorgehen. Und das obere Bild zeigte zum Beispiel so ein kleines Bild, was uns dann gezeigt wurde und wo uns dann erklärt wurde, wo es dann entlang ging. Wir hatten viel Gesellschaft von Flötenfischen, die man jetzt hier auch nochmal sieht. Und es wurde eine maximale Tiefe erreicht, jetzt von mir von 35 Metern. Und tiefer bin ich jetzt an diesem Tag nicht getaucht. Also es war eigentlich immer so, dass unser Guide es vorgezogen hat, als wir in das Wasser gingen, reinzuspringen, gleich auf eine extremere Tiefe zu gehen. Also hier maximal 35 Meter und dann langsam ging es dann aufsteigend, nach oben und so, dass wir im Durchschnitt nach 50, 60 Minuten dann mit unserem jeweiligen Tauchgang fertig waren. Zu meiner Ausrüstung gehörte eine Tauchlampe. Ich hatte eine Boje dabei für den Notfall, diese zu schießen, hochzuschießen ans Wasser und jeweils meine Kamera immer natürlich. Von Cressy ein 5 mm Anzug war dabei, eine Aqualung. Tarierjacket, getaucht bin ich da jetzt bei einem 5 mm Anzug und einer 12-Liter Flasche Nitrox mit 10 Kilo Gepäck, damit ich überhaupt runterkam, so als Information. Und meine Tauchermaske ist jetzt nichts Besonderes, die habe ich auch damals mal in den Malediven mir mitgenommen, die kostet 15 € und ist von Cressy und hält sich bis jetzt auch beim Tauchen ganz gut. Die Maris Taucherlampe, die ich jetzt dabei hatte, ist das Modell EOS 5RZ. Auch hierzu habe ich ein kleines Video hier bei YouTube hochgeladen. Und mit Gepäck, 10 Kilo Gepäck, meinte ich natürlich das Blei, das ich halt dabei hatte. Und das brauchte ich, um halt bequem runterzukommen, um zu tauchen. Es war teilweise so, dass wir dann halt auch mit dem Zodiac herausgefahren sind und direkt einen Abstieg durchgeführt haben. Wir sind dann direkt reingesprungen und auf circa 5 Meter dann runtergetaucht, also ohne über der Wasseroberfläche zu bleiben, also direkt reinspringen, fertig, auf 5 Meter sich treffen und dann wird sich gesammelt und dann ging es auch dann schon los mit dem Tauchgang. Wenn man sich hier jetzt diese kleinen Partikel ansieht, die mir entgegenkommen, dann merkt man auch, dass hier eine gewisse Strömung da war und entweder ist man dann halt mit der Strömung geschwommen und da musste man sich großartig nicht anstrengen, um vorwärts zu bekommen oder halt entgegen und das war dann etwas schwieriger, aber man konnte dagegen schwimmen und es war jetzt nicht so, dass man ausgeliefert war.
So, und den Rest des Videos könnt ihr euch jetzt in Ruhe anschauen und gleich wird euch ein kleines Video gezeigt von den ersten Begegnungen mit dem Longimanus. Und hier ist es. Viel Spaß bei dem Rest des Videos. Hier nochmal ein kleiner Tipp für alle, die einen Rotfilter benutzen. Wenn ihr jetzt also nicht so tief seid, Rotfilter macht aus meiner Erfahrung nur Sinn bis zu einer Tiefe von 5 Meter, weil wenn ihr das zwischen 0 und 5 Meter benutzt, habt ihr diese Rotschattierung, die ich hier auch habe, drin und das sieht dann im Endeffekt nicht so gut aus. Also ich empfehle, wenn ihr nicht so tief taucht, nehmt den Rotfilter weg und filmt ohne und dann sieht das alles auch viel besser aus. Hier habt ihr jetzt einen Hai, der eine Angelschnur mit hinter sich herzieht. Vielleicht sieht man die hier, vielleicht seht ihr die ganz gut. Und das Video ist jetzt ohne Rotfilter gemacht und das sieht natürlich jetzt auch viel besser aus. Und da waren wir auch bei etwa 5 Meter Tiefe. So, und am Ende sehen wir hier nochmal einen Barracuda, der hier einsam vor sich her schwimmt. Und hier verabschiede ich mich schon mal von diesem Video und zeige euch nochmal kurze Fotos von mir selbst. Tschüss, auf Wiedersehen, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns im nächsten Video beim Big Brother.